Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Dezember 1967. Graue Nebelschwaden streifen über das englische Hochland. In Cambridge sitzt in einem weitestgehend ungeheizten Raum eine junge Doktorandin vor riesigen langen Datenstreifen. Sie soll eigentlich untersuchen, wie sich Radiostrahlung durch die Erdatmosphäre bewegt, also ob die Erdatmosphäre die Radiostrahlung irgendwie verändert, ob das Medium zwischen den Sternen die Radiostrahlung irgendwie verändert. Also sie hat lange Streifen, Papierstreifen vor sich, wo allerlei Gezacker drauf ist, Zacken, Spitzen, alles Mögliche. Und bei dieser Analyse fällt ihr eine Sache immer und immer wieder auf. Es gibt ein periodisches Signal am Himmel, was mit einer gnadenlosen Präzision immer wieder auftaucht. Da taucht etwas mit einer Periode von 1,3, ich habe es extra aufgeschrieben, damit ich es auch genau sage, das kann man sich nicht behalten, 1,337011 Sekunde auf. Dieses Signal am Himmel ist so genau, dieses Radiosignal, dass man in den Instituten in Cambridge anfängt zu tuscheln. Was hat man denn da entdeckt? Sind das etwa die kleinen grünen Männchen, die da uns mitteilen, wir sind hier, die sozusagen entweder ein kosmisches SOS piepsen oder irgendwelche anderen Dinge tun? Und so werden die beiden ersten Objekte am Himmel, die man dann tatsächlich findet, LGM 1 und 2 genannt. Little Green Men 1 und 2. Das ist natürlich nur inoffiziell und es dauerte auch noch weitere 3 Monate, bis das veröffentlicht wurde. Und diese Doktorandin Jocelyn Bell hatte im Jahr 1967 etwas entdeckt, was man bis dahin eigentlich für völlig unmöglich gehalten hatte. Das dauerte aber noch eine Weile, bis man das herausgefunden hat. Es handelte sich bei diesen Objekten am Himmel offensichtlich um etwas, was mit einer sehr, sehr starken Richtungsgenauigkeit ein Radiosignal abgibt. Also Radiostrahlung ist ja das, was wir bei unserem Radio bzw. auch bei Fernsehen benutzen, elektromagnetische Wellen von einer bestimmten Größe, also einer bestimmten Wellenlänge, das ist meistens im Zentimeterbereich oder Meterbereich. Und das ist praktisch der niederfrequenzte Teil des elektromagnetischen Spektrums. Auf der einen Seite die Gammastrahlung, Röntgenstrahlung, dann kommt die Ultraviolettstrahlung, dann das optische Infrarot und dann kommt der Radioteil. Und in diesem Radiobereich hat man also diese Quelle entdeckt. Was konnte das sein? Nun, zunächst einmal hat man sich überlegt, es könnte sich um einen Stern handeln. Kann es sich um einen Stern handeln, der sich so schnell dreht, mit 1,337011 Sekunden? Kann das ein Stern sein? Man stellte bald fest, die normalen Sterne, die man bis dahin so kannte, die können so ein Signal nicht abgeben. Aber dann fiel einigen Leuten ein, es gibt da noch eine Klasse von Sternen, die haben wir eigentlich bis heute höchstens theoretisch betrachtet. Und wir hätten eigentlich nie gedacht, dass wir solche Sterne am Himmel tatsächlich auch mal entdecken können. Das sind die sogenannten Neutronensterne. Bei Neutronensternen handelt es sich um Leichen. Um Sternleichen. Das Material eines Sterns bricht in sich zusammen, wenn seine innere Struktur nur noch durch die Schwerkraft dominiert wird. Normalerweise wird in einem Stern ja Energie produziert. Durch die Fusion von Atomkernen. Atomkerne verschmelzen miteinander und dabei wird Energie frei. Diese Energie heizt das Gas auf und dieser Druck auf der einen Seite drückt nach außen, die Schwerkraft drückt nach innen. Wenn sich in einem Stern die Kernreaktion irgendwann mal abschalten, und das passiert genau dann, wenn er beim Eisen angekommen ist, weil die Verschmelzung von Atomkernen bis zum Eisen bringt noch Energie. Wenn ich Eisenkerne verschmelzen will, dann kann ich das in einem normalen Fusionsreaktor nicht mehr machen. Und wenn das dann zusammenbricht, dann steht der Stern sozusagen nur noch unter dem Einfluss seiner eigenen Schwerkraft. Er muss zusammenbrechen. Und das tut er dann auch. Und bei diesem Zusammenbrechen, so hatte man sich 1937 zum ersten Mal überlegt, 37, Sie erinnern sich, 67 wurde es gefunden, 37 gab es die ersten theoretischen Modelle über eine Form von Materie, die so dicht ist, dass in einem Kubikzentimeter 1 Billion Gramm zusammengepresst ist. Materie, die so dicht ist, dass die Elektronen in den Atomkern hineingepresst werden und sich dort mit den Protonen zusammen zu Neutronen entwickeln. Wenn ein Stern kollabiert,
also unter seiner eigenen Schwerkraft zusammenbricht, dann hält er seinen Drehimpuls aber fest. Also seine Rotationsenergie bleibt dieselbe. Wenn der jetzt aber immer kleiner wird, dann wird er immer schneller. Sie erinnern sich, Eiskunstlauf-Effekt. Ne? Wenn die Arme anziehen, dann werden die auch immer schneller. Und so passiert es mit dem Stern auch. Das heißt, wenn ein solcher Stern unter seiner eigenen Schwerkraft auf einmal zusammenbricht, dann bildet sich aus einer, ursprünglich so ein Stern eine Million Kilometer groß, bildet sich eine 10 Kilometer große Kugel, in der sind 1,4 Sonnenmassen zusammengepresst und der dreht sich wahnsinnig schnell. Und das ist das, was die Frau Bell 1967 entdeckt hat. Und das nennt man Pulsare. Und eigentlich hätte ich in dieser Sendung heute hinschreiben wollen, was sind Pulsare? Und es sind Pulsare, sind Sternleichen. Pulsierende Herzen von Sternleichen. Radioobjekte am Himmel, die davon berichten, was sich am Ende der materiellen Existenz in unserem Universum eigentlich abspielt. Denn die Pulsare sind sozusagen der letzte Schritt vor dem Abgrund. Wenn Materie noch dichter zusammengepackt wird als im Pulsar, dann haben wir ein schwarzes Loch. Nun, was wurde aus der Pulsarforschung? Nun, zunächst einmal, als Frau Bell und ihr Doktorvater Anthony Jewish das 1968 publizierten, war die Aufregung natürlich groß. Und die theoretischen Modelle dafür waren schnell gemacht. Man erinnerte sich dann schnell an die Errechnungen von 1937, stellte fest, oh, da müsste es eigentlich noch viel mehr Objekte von geben am Himmel. Und man fand auch viele. Unter anderem einen berühmten Pulsar, den Krabbenpulsar im sogenannten Krabbennebel. Das war ein Pulsar, von dem man schon wusste, als man ihn entdeckte, dass er mit einem Sterntod zusammenhing. Denn 1054 hatten chinesische Astronomen in diesem Sternbild einen sehr, sehr hellen Stern am Tageshimmel entdeckt. Eine Supernova. Das heißt, wir wissen für diesen Fall sogar genau, woher der Neutronenstern kommt, nämlich aus einer Explosion eines sehr, sehr massiven Sterns. Der also seine äußeren Höhlen abgeschossen hat, mit einem gewaltigen Feuerwerk das Universum erleuchtet hat an der Stelle, so hell wurde, dass man ihn sogar am Tage gesehen hat. Und was übrig geblieben ist, war so eine kleine 10 Kilometer große Kugel, die sich mit 33 Millisekunden dreht. Inzwischen hat man noch schnellere Pulsare entdeckt, die sich mit 885 Umdrehungen pro Sekunde um ihre eigene Achse herumdrehen. Das Besondere an Neutronensternen ist nun ihre Gnaden, an Pulsaren muss ich sagen, denn nicht jeder Neutronenstern ist ein Pulsar, ist ihre ungeheure Präzision. Diese Sterne sind mit ihrer Radiostrahlung so präzise, dass wir eigentlich sogar unsere Atomuhren danach eichen können. Die ungeheure Präzision der Radiostrahlung erlaubt es, Experimente zu machen, die man sonst niemals sich vorstellen kann, denn man hat einfach eine Eichquelle. Man weiß einfach, dieser Stern ist sehr, sehr präzise in seiner Pulsform, denn wir sehen eben ja immer nur Pulse. Und zwar sehen wir deswegen Pulse, weil sich diese Sterne praktisch wie ein Leuchtturm an uns vorbeidrehen. Sie drehen sich mit sehr hoher Geschwindigkeit und sehr stabil. Sie bremsen sich ab und bei diesem Abbremsen wird offensichtlich sogar Magnetfeld abgebaut. Denn, das ist das ganz Tolle an diesen Neutronensternen, diese Sterne haben die stärksten Magnetfelder, die wir im Universum kennen. Die haben also Magnetfelder von der Größenordnung von 100 Millionen Tesla. Für diejenigen unter Ihnen, denen das was sagt, wir Menschen sind in der Lage, höchstens mal 100 Tesla zu produzieren. Da kann sich aber auch schon eine ganze Fußballmannschaft an einen Schraubenzieher dranhängen, wenn man den zwischen den Magneten hängt. So stark sind die Magnetfelder. Und bei diesen hohen Magnetfeldstärken, denken Sie an Ihren Physikunterricht zurück in der Schule früher. Wenn man ein Magnetfeld dreht, also wenn das Magnetfeld in meinen Fingern ist und ich drehe das schnell, dann läuft in meinem Daumen ein elektrischer Strom. Das heißt jetzt, wenn ich mir also einen Neutronenstern angucke, der sich mit 885 Umdrehungen pro Sekunde dreht, dann bekomme ich einen ungeheuren elektrischen Strom, der dabei auftaucht. Und dieser elektrische Strom ist in der Tat dafür verantwortlich, dass wir überhaupt was sehen. Von diesem Pulsar, nämlich die Strahlung von Teilchen, die sich entlang dieses ultrastarken Magnetfeldes heraus mit Lichtgeschwindigkeit auf uns zubewegen. Und wenn sich etwas mit Lichtgeschwindigkeit auf uns zubewegt, dann kennen wir das natürlich schon vom Krankenwagen, der sich naturgemäß nicht mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, aber wenn der sich auf uns zubewegt, wird die Frequenz höher. Das heißt, das, was wir empfangen von relativistischen Teilchen, die sich mit Lichtgeschwindigkeit auf uns zubewegen, ist natürlich sehr, sehr, sehr stark verstärkt, ist in der Frequenz hochgeschoben. Und deswegen sehen wir, dass also im Radiobereich die Teilchen
strahlen außerdem nur in einen extrem kleinen Winkel. Deswegen sehen wir die meisten Pulsare, die es in unserer Milchstraße gibt, gar nicht. Heute gibt es ungefähr so 800 Stück davon. Aber de facto müsste die Milchstraße voller Neutronensterne sein. Und zwar vor allen Dingen deswegen, weil Neutronensterne eben die Leichenteile von großen Sternexplosionen sind. Und in früheren Zeiten, als die Milchstraße noch jung war, als sie viel Gas besaß und sehr, sehr viele Sterne auf einmal machte, da sind natürlich sehr viele große Sterne entstanden. Und in diesen großen Sternen, von diesen großen Sternen, müssten eigentlich Neutronensterne übrig geblieben sein. Also viele von diesen Neutronensternen, die es gibt, die können wir heute überhaupt nicht feststellen. Aber ich will nochmal zurückkommen zur Präzision dieser Radio-Leuchtfeuer am Himmel. 1974 hat Anthony Jewish, der Doktorvater von Jocelyn Bell, den Nobelpreis bekommen für die Entdeckung der Pulsare. Frau Bell ist leider Gottes nicht berücksichtigt worden, das führte damals zu einem ziemlichen Skandal. Einige Jahre später haben zwei andere amerikanische Astronomen ebenfalls für eine Entdeckung von die mit Pulsaren zu tun haben, nochmal einen Nobelpreis bekommen. Astronomen bekommen in allgemein den Nobelpreis in Physik sehr selten, weil der Herr Nobel offensichtlich private Probleme seinerzeit hatte mit Astronomen. Es gab da irgendeine Geschichte eines Astronomen mit seiner Frau. Deswegen hat das wohl verboten, den Astronomen einen Nobelpreis zu vergeben. Aber einige Jahre später haben also zwei amerikanische Astronomen nochmal einen Nobelpreis bekommen, und zwar für die Entdeckung von Binärpulsaren. Da kreisen zwei Neutronensterne umeinander. Und wenn zwei solche ultrakompakten Objekte umeinander kreisen, dann werden die ab, dann bremsen die sich gegenseitig ab, und zwar durch Gravitationswellen, durch schwere Wellen, die sie also dadurch anregen, dass sie so unglaublich klein sind, aber so schwer. Und diese beiden Pulsare bremsen sich ab, und dabei kann man die allgemeine Relativitätstheorie testen. Und was soll ich Ihnen sagen? Bei diesem Test hat sich herausgestellt, die allgemeine Relativitätstheorie ist so gut, besser geht's nicht. Wir können sie praktisch genauer messen, als man sie theoretisch ausrechnen kann. Dieser Effekt der Binärpulsare, der für Hals und Taylor dann den Nobelpreis brachte, ist praktisch der Beweis dafür, dass die Einsteinsche allgemeine Relativitätstheorie richtig ist und dass sie sozusagen die Schwerkraft in diesem Universum richtig beschreibt. Pulsare sind also das klassische Beispiel dafür, dass der Himmel uns mitteilt, wie die Naturgesetze in diesem Universum sind. Und wenn man bedenkt, dass 1937 Leute zum allerersten Mal ausgerechnet haben, wie diese perverse Kernmaterie aussehen muss, in der die Elektronen in die Atomkerne hineingepresst sind. Auf der anderen Seite 55 Jahre später Leute gefunden haben, wie die allgemeine Relativitätstheorie nachzumessen ist, aufgrund dieser 10 Kilometer großen Kugeln, dann muss man schon sagen, dass Neutronensterne und damit eben auch Pulsare zu den allerwichtigsten Handwerkszeug am Himmel gehören. Und diese Sterne, auch wenn es sich um eine ganz besondere Art von Materie handelt, diese Sterne sind ein ganz wichtiger Forschungsgegenstand in der heutigen Astronomie. Und wie gesagt, sie sind das allerletzte vor dem Abgrund in die absolute Schwärze von schwarzen Löchern. Insofern sind sie unsere allerletzten Kundschafter davon, wie sich Materie in unserem Universum entwickelt hat.